Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Epi Schubst die Gameplayerin mit Sackboy. Oh, ich kann mich noch nicht mal wehren. Ja, jetzt habe ich mich gewehrt. Wir müssen aber hier unten, denn wir sind ja vollkommen fertig, weil wir müssen voreilige Schlüsse ziehen. Oh Gott. Wir müssen unser Gewinner-Outfit anhaben. Ich weiß nicht, ich könnte doch den Drachen wieder anziehen, der ist besser. Achso, stimmt, du hattest ja gewechselt. Voreilige Schlüsse. Ich dachte, das wäre der Endboss und das ist noch gar nicht der End. Ja, hallo, ich dachte das auch. Du hast mich angelogen. Also ich habe es gehofft, sagen wir es mal so. Du wolltest einfach nur meine Zeit klauen. Hallo? Der Aufruhr ist überall. Und nie. Vex bleibt für immer ein Teil der kunstvollen Welt, wenn du ihn nicht aufhältst. Vergiss nicht, all die gesammelte Fantasiesphärenenergie, mit der er seine Maschine gestartet hat, ist nach wie vor ein Teil von dir. Das ist die wahre Macht eines Strickritters. Wir sind Teil von etwas Größerem. Ich weiß, dass du das schaffst. Wieso ist die Olle eigentlich nie dabei, wenn es um die Wurst geht? Ich wollte gerade noch sagen, ich bleib links, aber... Oh. Nein! Hallo? Hallo. Geht das noch? Ich habe mit dir gespielt wieder, auch Mann. Na, wo willst du denn hin? Nach geradeaus. Nein, du musst rechts hin. Hallo Jungs. Hau das. Die sind aber süß. So, nicht mit mir hier. Nein, da hinten war ein Checkpoint und du musst dich vorher umbringen. Ja, weil ich gedacht habe, es ist viel schöner, wenn du mit mir läufst. Dann wär's ich bleib zurückgegangen. Jetzt rechts. So. Aua! Du sollst dich aber nicht schon. Hallo, ich bin im Springen gewesen. Geht's noch? Mann, warum bringst du mich immer um? Ich dich. Hey, wieso bist du tot? Du bist auf dem. Das zweite Mal an der gleichen Stelle. Warum springt die nach rechts, wenn ich nur nach oben springe? Du hast mich weggerollt. Nein, ich roll nach vorne, damit ich nicht sterbe. Und wenn du dann natürlich auf mir drauf hängst, was man nicht machen sollte, wenn jemand gerade rollt, dann kann ich ja nichts dafür. So, ich bin schon mal hier. So. Aber warum ist das Ding weg? Hallo, der eine hat mich zurückge... Was ist das denn? Das sieht schön aus, so ein Ping. Ja, aber das war unser Check. Aber das ist, glaube ich, immer noch unser Checkpoint, oder? Ach so, geh mal da drüber, ja. Ich hab's jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja, weil man muss da einmal drüber gehen. Oh. Oh, da ist ja einer. Sag das doch. Aua. Keine Kugel für dich. Nein. Oh. Doch, wir kriegen ihn noch. Oh. Ach, du bist noch da? Ich dachte, du bist tot. Nein. Da, da. Nein, nimm das. Oh. 3 von 8. Du entkommst mir. Das ist echt überraschend. Hä, ist das Ziel? Hä? Wir haben aber erst 3. Nein, das war nicht. Oh, verarsche. Ey, nimm mir nicht meins weg. Und dann nimmst du auch noch extra die andere Seite. Du bist so ein Penner. Nein, ich die nicht genommen. Hast du extra genommen? Nein. Mit dem Kostüm bist du immer so ein blöder Penner. Nein, ich bin ein Gremlin. Ich gehe nein, jetzt ein Penner. Ein Penner-Gremlin. 4 von 8. Wir gehen jetzt hier, weil du ein Penner bist. So. Du Pennerin, du gehst den falschen Türen immer. Ich gehe jetzt hier rein. Oh, das machen wir am besten als letztes. Oh. Wenn ich dich haue, ne? Ja, hast du gerade gemacht, dankeschön. Ich will nicht in deine Richtung gehen. Aha. Hallo, hier ist so viel. Jetzt geht der einfach durch die Mitte. Und jetzt spielen Theater. Wir spielen Theater. Oh ja. Dreht sich und wählt tolle Preise da. Welchen Preis kriegen wir als erstes?
Oh, den Todespreis, den will ich nicht. Mach nochmal, dreh nochmal. Ich will einen anderen Preis. Oh, ja. Ja, jetzt einen schönen Preis, einen schönen Preis. Der Preis ist heiß. Der hat ihn zurückgepackt, das habe ich genau gesehen. Sehr schön. Ich bin zufälligerweise genau auf den Großen gegangen am Anfang. Das ist ein echter Preis. Ah, schon besser, siehst du? Hau doch nicht mich, du sollst die hauen. Nimm erst die Großen, nimm erst die Großen. Nein, die soll dich schnetzeln. Muss ich die jetzt alle alleine machen, oder was? Ja. Aber diese Drehung ist deine letzte. Hoffe ich mal. Boah, ist das... Was? Ja! Es ist der Freiheitspreis. Dann muss ich dich wohl... gehen lassen. Ah! Da ist eine Kugel. Nein, ja, aber da kommen wir nicht ran. Wir fallen jetzt daneben. Lässt uns gehen, hat er gesagt. Warum lässt uns umbringen? Nicht gehen? Da unten, ja. Du von acht. Genug herumgetrödelt. Leg einen Zahn zu, Sackboy. Warum? Oh, ich lebe ja noch. Ich lebte, bis du weitergegangen bist. Lauf durch und dann spring. Nein! Der war fies. In die Mitte. 6 von 8? Nach oben. Du bist sonst weg. Ja, ich seh's nicht, Mann. Deswegen sag ich's dir. Er hat doch gesagt, wir sollen Zahn zulegen. Lass mich nicht immer alles machen. Ah, jetzt wollte ich die holen und du springst da rein. Danke dafür. Achtung, die sind schneller. Nein. Ja, ich stimme überein, aber springen. Nochmal. Hol mich. Oh, mein Finger tut weh. Das ist egal. Solange das die einzige Stelle an deinem Körper ist, die weh tut, ist alles gut. Oh, falsche Seite. Hä? Ich bin auf dem Ding gelandet und dabei ist tot, oder was? Das macht man nochmal. Ja, weil du dich getroffen hast. Ja, ich bin aber auf dem Ding gelandet nach dem Sprung und bin dann tot gewesen. Oh, okay, jetzt bin ich nicht... Okay, jetzt bin ich drauf gelandet. Hallo! Das Ding hat mich, glaube ich, erwischt. Kann das sein? Konzentrier dich, Schatz. Achtung! Rechts sind die. Weg da! Mann, ich war weg! Ich hab gesprungen, gedrückt. Ja, du hast gesprungen, ja, aber du bist beim Falschen ausgekommen. Mann, wieso kommt man da immer rein, ey? Nein, dieses scheiß Ding hat mich erwischt. Ich kann nicht schneller laufen. Nach links. Nein. Komm zurück. Du verpasst den Zug. Boah, diese Wächsdinger sind scheiße. Jetzt hör doch mal auf zu sterben. Ist dir lieber, wenn du stirbst, oder was? Voll das schöne militärische Geräusch hier. Der lässt mich ja nicht, der erquetscht mich ja immer. Nach links. Links. Komm zurück. Du verpasst den Zug. Nein. Ja. Das ist kein offizieller Halt. Oh, bitte, lass mich wiederkommen. Ach, ist das Ende. Nimm das. Nein. Ja, na du. Nein. Da ist das Ding noch. Und ich wollte hier gerade hinterher springen, ey. Nein, wir haben eins verpasst. Wir haben eins. Du mich vor Apple. Da kommen wir jetzt nicht weiter wahrscheinlich. Hast doch bestimmt Mann, irgendwo gewesen am Ende, bevor du runtergerutscht bist. Nein, das war's nicht. Hast du versaut. Du hast Guck mal, ich musste dich wieder retten.
Nein. Ich bin ein Hase, du kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Du bist irgendwie vollkommen gestört. Deshalb will ich dich gar nicht. Da, kennen. Guck mal, guck dir das an, wie zukunftsorientiert dieses Jonglerin. Bild aussieht. Richtig toll. Ey, oh, dann hätten wir mal, vier gehabt. Wir hätten vier gehabt, wegen dir. Nicht. Nein. Immer musst du alles kaputt machen. Ich weiß auch nicht, wo die eine Hälfte war. Ich glaube, das war wirklich am Anfang. Ja. Ja, oder wirklich da, wo wir gerutscht sind. Also ich denke eher, dass da, wo wir dann so runtergerollt sind. Aber wir haben das freigeschaltet. Ach, jetzt müssen wir das Finale vom Finale machen, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Ich glaube nicht, dass das... Da ist doch eine Rakete, das hat noch was zu bedeuten. Mit dem bist du nicht gut, du musst den Drachen nehmen. Wexistenzkampf. Das ist ein Wexistenzkampf. Das ist der Existenzkampf mit Wex. Ein Wexistenzkampf. Kampf, genau. Ach, das ist der Victory-Existenzkampf. Wieso Victory? Victory ist doch der Sieg, oder? Was für eine Maschine. Da ist er. Der Baum der Fantasie. Seine Wurzeln sind überall verzweigt und nähren die Welt mit Kreativität. Und jetzt will er den Baum herausreißen und durch den auf den Kopfsteller ersetzen. Wir müssen etwas unternehmen. Okay, du willst... Du hast genug gesagt. Mach dir keine Sorgen. Ich bin ganz schön zäh. Hier, die hat mir beim Kämpfen immer Glück gebracht. Geh, dann gib her. Oh, wir kämpfen jetzt mit einer Puppe. Du wirst verschwinden, endgültig. Ich hab jetzt die Kraft der Puppe. Ja. Kraft der Puppe. Willkommen, Sackboy. Dies ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Puppe, flieg und sieg. Ich bleib mal links diesmal. La 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 la. Mach doch mal ein paar Sachen, die wir werfen können. Ich kann auch mit dem Bogen irgendwie schießen, aber ich weiß nicht wie. Feigling! Bleib oben. Oder bist du mit den Hauen? Versuch mal. Oh, weg da! Ja, wir müssen den hauen. Du musst ihn hauen. Aber pass auf, der hat so einen Effekt. Schutz, schon weg. Aua! Keine Sorge, ich kümmere mich um deine Freunde. Ach, du nimmst es so gut, glaube ich. Überall, Sammy. Überall. Hallo, ich bin gesprungen. Hau ihn nochmal. Kann ich? Ja, doch. Ja, cool. Geh weg da. Rechts, rechts, rechts. Hä, hey, kommst du da jetzt raus? Ach, das bin ich ja gar nicht. Sag das doch. Ach, da kommen die Dinger wieder. Das kam jetzt unerwartet. Für dich. Nee, noch nicht. Also kommen jetzt Kanonen. Kannst du drauf springen? Oder vielleicht die Dinger machen. Ich hab ihn geworfen auch damit. Ja, deswegen sag ich ja auch. Oder vielleicht die Dinger werfen. Hey, was machst du denn so weit da drüben? Werf ihn! Weg, weg, weg! Adios, aua! Ich war doch schon in der Luft weg! Mann! Ey! Es ist ja so tragisch, wie du einfach nicht aufgeben willst! Er ist gleich platt! Wo ist er? Etwas ab. Nimm alle! Okay, ich nehm alle! Haha! Ja, warte! Hau ihn! Ich kümmere mich um das andere Viech. Oh, der hat nur noch ganz wenig. Ein Hit. Ich gehe nach oben, du nach rechts. Ich glaube, der kommt bei dir raus, oder? Nee. Ich muss sagen. Ach, der macht nochmal so komische Dinger. Hallo? Hä? Der ist in mir gespawnt und ich bin tot, oder was? Oh, aua. Nein, ich. Hä? Du haust mich gerade! Lass das!
warum warst du? Nee, du warst in der Kiste. Ja, deswegen. Ich bin hier total durcheinander. Warum bist du jetzt so fies gewesen? Noch nicht fertig. Was ist nicht? Was müssen wir denn hier machen? Da rein. Ja, aber. Kein Aber, einfach rein. So. Oh, aua! Okay. Danke, dass ich gestorben bin. Ja, kann ich da was für? Ja. Muss ich konzentrieren? Ja, toll. Ich habe vorher extra gedrückt, aber die ist nicht gesprungen. Nee, bei mir auch nicht. Mhm. Genau. Und ich hab mich konzentriert. Genau. Auf andere Sachen aber. Ach, du sollst dir nicht nebenbei hier einen, ne? Hallo? Das soll ich nicht? Sackboy? Jetzt musst du das mal ordentlich machen. So, ich bleib wieder oben. Und da musst du springen. Und springen. Springen. Und springen. Na gut, du bist ganz woanders als ich. Aber hier auch wieder springen. Wollte sie nicht, aber ich hab's versucht. Willst du wirklich weitergehen? Nein, aber wir müssen. Schlechte Idee. Schatz, ich hol dich. Ich bin noch drauf. Ach so. Oh. Sag das doch. Auf, nicht springen. Jetzt. Jetzt. Okay, dann geht der. Der bleibt aber hier, ne? Hey, warum kann man nicht... Oh, aua, die wollte ich gerade... Ach so, ich bin hier oben. Ich wollte gerade sagen, die wollte ich gerade kaputt machen. Warte, warte, warte. Nein! Oh, jetzt spring da hoch. Du Arsch! Warum? Danke, wegen dir bin ich kaputt. Nein, du lebst noch. Ja, sehe ich. Ich war schon im Sprung. Da, hol mich, hol mich, hol mich. Erst die Dinger. Nicht springen, weil sonst bist du da drin. Pass auf. Denk dran. Ich beobachte dich auf Schritt und Tritt. Das ist mir doch egal. Oh. Ich will zurück, ich will zurück, ich will zurück. Scheiße. Oh. Lauf, scheiß auf die Dinger. Nein, die will ich. Oh Mann. Hab ich gesehen, aber ich musste weiterlaufen, weil du tot warst. Warum killst du sie nicht? Weil ich überleben will. Ja, aber die hauen. Oder es zumindest versuche. Jetzt? Hallo. Tschüss. Oh, oh. Das war's. Das Ende der Reise. Das Ende der kunstvollen Welt. Und das Ende von Sackboy. Also von dir. Weil ich bin Säckäschen. Du bist mein Säckäschen. Ja, mein Säckäschen. Nee, das Säckäschen. Oh! Oh, oh, oh. Was Fieses? Nein, aua. Doch, ich wusste es. Bei mir ist jeder Tag ein Feiertag. Und es gibt Geschenke für alle. Das ist schön. Schieß ihn ab. Wieso hat der schon wieder so viel Leben? Ja, weil der wieder neu... Achso, wir müssen ihn nochmal abklatschen. Aua. Autsch. Der hätte ich mal eben zusammen... Achtung, jetzt kommen die Dinger wieder. Okay. Ihr solltet eure Gesichtsausdrücke sehen. Hallo, ich kann mich... Oh, wollt ihr mich veräppeln? Wo will ich jetzt hin? Na, ja, natürlich. Hä? Ich bin in der Mitte drauf gesprungen und bin kaputt gegangen. Immer in Bewegung. Und ich hab tolle Zähne. Ich glaube, wir müssen springen. Das Leben ist ja so vergänglich. Nicht springen. Oh. Nee, egal, ich hau dich trotzdem. Oh, ich wollte hinterher springen. Achtung. Ich lasse dein ganzes Leben verschwinden. Tada! Kannst du gar nicht, wir haben unendlich Leben. Haha.
keine Aussicht. Wahnsinnig. Was muss das sein? Dinger gehen jetzt weg. Pass auf, pass auf. Die Dinger gehen weg. Um mich zu schlagen, müsstest du mich fangen. Nein! Was machst du denn? Oh. Hallo? Jetzt hat mich das Ding wegen dir getötet. Ich möchte jetzt nicht mit dir. Ja, weil du mir das Ding an den Kopf geworfen hast gerade. Ich war doch tot, Mann. Ich war auch gar nicht mehr da. Oh. Nein, du hast mir das Ding auf den Kopf geworfen, bevor du gestorben bist. Boah, ey. Oh ja, lass mich bloß nicht springen. Pass auf, die Dinger gehen weg dann. Hey! Spielverderber! Nur weil du nicht. Du bist ein Spielverderber, ich war schon weg. Nicht hauen, sonst sind wir beide tot. Oh. Aha. Das ist wie bei Verrücktes Labyrinth. Und davon. Oh. Davon. Und davon. Wieso kann ich hier nicht hauen, schade. Und hier kommt das Wunder namens Vex. Ja, der war doch schon da. Du hattest nie eine Chance. Hallo, ich bin dem oben drauf gesprungen. Wieso sterbe ich dann dabei? Die völlig vorhersehbare Rückkehr von Sackboy. Achtung, der schießt. Kann nicht mehr schießen, wenn er tot ist. Da, rechts, rechts, rechts. Nein, ich bin da nicht mehr. Zu mich verarschen. Hä, hat der mich jetzt weggeschoben mit dem Kopf? Ich hab dich, glaube ich, gehauen, runtergehauen, aber ich hab ihn auch getroffen. Du kleine Bestie, du! Da unten steht beste Freunde für immer! Ich bin frei und du bist leider gestorben dabei. Ich ja! Beste Freunde für immer. Aber nur weil ich gestorben bin. Guck mal, du heulst schon. Ich weine. Oder war das vielleicht so gewollt, dass ich sterbe? Du hast vermutlich recht. Aber ich hab keine Angst. Du bist jetzt hier und du wirst die kunstvolle Welt beschützen. Warum jetzt er? Ich bin die Heldin. Sackboy. Hallo? Jetzt, aber es ist Sackboy, nicht Sackgirl. Finde ich Ruhe. Ja. Die kennt dich doch gar nicht. Sehe ich cool aus, was? Aber ich muss weinen. Oh, ich sagte Ruhe. Ich bin noch nicht bereit, in die Fantasiesphäre zu ziehen. Glaubst du, ich verpasse die große Party? Yay, Party. Mit den alten Säcken. Da ist sie ja dafür, wieder. Dass du mich getötet hast. Nein, ich war das Boah, ey. Warum hast du jetzt die Schlusssequenz bekommen? Ich bin die Heldin von diesem ganzen Let's Play und du kriegst die Schlusssequenz. Du dummes Säckhuhn, wollte ich gerade sagen. Du dummes Säck. Nein. Ja, gib mir den Pokal, gib mir den Pokal, ja. Ich hab den Pokal, haha. Aber das war das ganze Ende, das war nicht. Also da war doch ja doch, da waren jetzt zwei Freunde für immer und noch irgendwas. Haben wir jetzt als Errungenschaft bekommen. Nein. Es kann nicht sein, das ist so. Ich hab dich. Ich hab dich auch lieb. So cool. Ich liebe dich sogar, haha. Oh, Abschiedsszene. Mit mir! Ja. Mit mir! Das ist schon besser. Genau. Die Fantasiesphäre ist wiederhergestellt. Die kunstvolle Welt ist wieder voller Leben und Kreativität. Und das alles verdanken wir dir. Siehst das mir. Bedeutet, Sackboy, du hast wahren Mut gezeigt und dein Potenzial voll entfaltet. Du bist jetzt ein Strickritter der Fantasiesphäre. Dabei kann ich gar nicht stricken. Für neue Abenteuer bleibt später noch genug Zeit. Jetzt wird gefeiert. Los, gehen wir auf die Party. Oh, der Retter der Galaxie. Gut gemacht, Sackboy. Ich wusste, du schaffst das. Und das ist sie, lieber Träumer. Die Geschichte, wie Sackboy der neue Beschützer der kunstvollen Welt wurde. Ohne dich hätte er das aber nie geschafft. Vergiss nicht. Du bist ein Held. Du bist ein Freund. Und du bist hier jederzeit willkommen. Ja, ich, nicht der Epi. Ich. Also ich sage Sackboy, nicht Sackimplieren. Ich bin Sackhase, das Sackbäuchen. Sackhase. Ja. Ja, und damit sind die Credits. Ich denke mal, die siehst du auch. Also drück nirgendwo drauf.
Ich fand es auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Kleine Warnung an alle, die das vielleicht vorhaben, niemals mit euren Ehepartnern spielen, weil das könnte zu sehr viel Streit führen oder vielleicht auch zu einer Scheidung. Das könnte auch passieren. Und niemals am besten mit Freund oder Freundin spielen. Also außer es sind platonische Freunde. Da kann es höchstens sein, dass er mal 3 Wochen oder so nicht mehr miteinander redet. Aber danach ist dann wieder alles okay. Ja, hast du noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen? Ja, der Versöhnungssex ist dann am besten danach. Mit den Freundinnen und Freunden. Genau. Mit oder allen. Mit den Partnern. Auch das. Also mit allen zusammen. Gut, halten wir das jetzt einfach mal so fest. Nein, aber also wie üblich, sage ich jetzt mal, von Little Big Planet, Sackboy, gibt es sehr viele Level, wo es einen wirklich zur Verzweiflung treibt. Gerade wenn dann so kurz vorm Ende man denkt, okay, ja, der andere schafft's noch, der schafft's noch. Nein, er springt in die Tiefe. Da hinten war übrigens das Ziel. Also das hat mich wirklich am wahnsinnigsten gemacht, muss ich sagen. aber ich fand generell das Level-Design fand ich schon sehr gut gemacht. Also muss ich sagen, das ist ja echt und super. Ich sag mal typisch, ja ich sag mal Sackboy, ich meine jeder weiß, dass es eigentlich Little Big Planet war früher. Typisch Sackboy-mäßig auch so die Designs halt von, also die Kostüme, die du bekommen kannst und alles, was du freischalten kannst und ich gebe es zu, aber auch nochmal das Ende, war nochmal ein richtiges Finale. Ja. Ich dachte so, ja, okay, war jetzt aber ein kurzer Kampf. War so innerlich schon voll am Jubeln und dann so, oh, scheiße, noch mehr. Und hab dann erstmal gedacht, ich habe keine Lust mehr. Aber hat auf jeden Fall auch nochmal Spaß gemacht. Und das ja, stimmt. Wir haben ja so ein paar Sachen, die wir ja noch machen wollen demnächst, ne, zusammen. Ich weiß noch nicht, was es wird, ob es Rätsel wird, ob es was auf dem Floß wird oder ob wir uns spontan zu was ganz anderem entscheiden und die ganzen Dinger wieder vom PC hauen, die wir extra darauf installiert haben. Das ist bei uns immer sehr spontan zu sehen. Ja, es sei denn, es kommt so ein Kracher wie jetzt Sackboy, der ist immer... Ja, oder wie hieß das nochmal mit den, wo du den, nee, ich hatte den Hammer und du hattest dieses mega geile Spiel, wo ich gedacht hatte, das soll nie ein Ende finden. It Takes Two, genau. Ach so, ja, das war super. Also, wenn so ein Kracher kommt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder ballert mich irgendwie damit mit Hinweisen voll. Wenn so ein Kracher nochmal kommt, dann auf jeden Fall, wir müssen das aufnehmen. Das definitiv. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, Schatz, ich stand so kurz davor, mit dir Schluss zu machen, aber ich bereue es nicht getan zu haben. Nein, Quatsch. Aber, okay. Also kleiner Tipp von mir, spielt es nie zu spät abends, weil man hat da irgendwie keine richtige Konzentration und dann sind beide irgendwo genervt und dann geht es irgendwie mal so eine Spirale abwärts und man denkt so, scheiß Spiel in dem Moment. Genau. Deswegen, den einen Tag, wo wir so spät gespielt haben, hätten wir uns vielleicht schenken können. Aber es hat heute und auch davor sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn du jetzt nichts noch Großartiges sagen willst... Nein, ich will nichts mehr sagen, weil ich muss auch jetzt wohin. Ich muss nämlich in die neue Welt. Dann sag ich mal, der Epi ist doof und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Schau dich nochmal, wenn ich dich jetzt nochmal hauen könnte. Kannst du nicht. Jetzt läuft der Abspann. Also, tschüss. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Ciao. Schöne Albträume, Sackboy! Ja. Ja. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.